Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Big Fish Games vorstellen. Das ist ein Spieleentwickler, den vielleicht auch schon ein paar von euch kennen werden. Besonders verbreitet hier Spiele fürs iPhone, für den iPod Touch oder auch für das iPad. Und mit dieser mobilen Anwendung kann man sich hier die Highlights der iPhone-Spiele anschauen. Man kann sich Handbücher zu einzelnen Spielen anschauen und auch insgesamt neue Spiele dieses Entwicklers finden. Und diese App wollen wir euch einfach mal zeigen. Man kann hier oben rechts direkt einiges einstellen. Zum Beispiel gibt es hier erstmal die Option, die sich hier in einem neuen kleinen Tab öffnen. Man kann zum Beispiel zur Facebook-Seite oder Twitter-Seite hier weitergehen. Big Fish kann man teilen oder auch die Webseite aufrufen. Aber das war es eigentlich schon an Einstellungen, denn die Inhalte sind hier eigentlich besonders interessant. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, man möchte sich nach den heute neuen Informationen sortieren oder man geht hier einfach mal in den Bereich Kategorien, kann sich über Neuerscheinungen informieren, über Top-Spiele oder auch über alle Spiele. Gehen wir mal auf Neuerscheinungen drauf. Das Ganze lädt dann hier auch immer kurzerhand nach. Hier seht ihr es. Und jetzt zum Beispiel hier am 5. Februar, also noch gar nicht so lange her, sieht man hier eine App, die wohl neu erschienen ist. Man bekommt hier einiges angezeigt, Screenshots. Man kann auf Jetzt spielen gehen und wird dann weitergeleitet. Und auch sonst bekommt man hier eine ganze Liste. Man kann aber auch auf Zurückgehen und zum Beispiel auf Top-Spiele gehen und findet dann hier sämtliche Informationen zu Top-Spielen. Also die sind dann hier in einer kleinen Top-Chart aufgelistet. Und hier kann man auch wieder auf Jetzt spielen gehen oder das Ganze jetzt kaufen. Und auch hier gibt es die Informationen. Es gibt aber auch die Handbücher. Hier kann man in einem Index was durchsuchen. Zum Beispiel geht es hier von A bis Z, weil C fängt C in diesem Fall an. Und da sind dann die unterschiedlichen Spiele. Und wenn was mit dabei ist, was einen interessiert, kann man hier raufklicken. Man bekommt allgemeine Tipps angezeigt hier. Das ist cool gemacht. Oder auch die einzelnen Kapitel und dann auch die jeweiligen Lösungen, wenn man irgendwie mal gar nicht weiterkommt. Das ist ziemlich cool, denn das gibt es bei PC-Anwendungen natürlich häufiger mal, aber so fürs iPhone ist das gar nicht so häufig vertreten und es ist natürlich cool, dass man hier bei auch so einem recht bekannten Entwickler sich ein bisschen informieren kann. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Hier seht ihr das. So sind die einzelnen Sachen dann aufgebaut und dann natürlich jeweils die Inhalte vom Spiel. Es gibt dann hier aber noch Plattformen, hier kann man natürlich neben den iPad- und iPhone-Spielen auch auf die PC-Spiele zurückgreifen. Da gehen wir mal hier auf die iPhone-Spiele, da waren wir gerade eben schon auf der Startseite. Man kann aber auch hier, das machen wir jetzt nochmal, auf die PC-Spiele klicken und bekommt dann hier dementsprechend Spiele für den PC angezeigt, wieder in den unterschiedlichen Kategorien und auch da kann man sich dann ja dementsprechend informieren und dazu was lesen und so weiter. Und ja, das ist eigentlich die gesamte Anwendung. Ich finde das ziemlich cool, dass ein Entwickler selber auch eine Anwendung rausbringt über sich selber als Unternehmen und da zum Beispiel die eigenen Produkte platziert, ein bisschen beschreibt und so. Und gerade das mit dem Handbuch, das gibt natürlich einen besonderen Mehrwert. Es gibt hier rechts auch noch den Tab mit Gratisspiel, da muss man sich dann dementsprechend anmelden und einloggen und dann kann man sich hier mit dem Spielkonto verknüpfen und auch noch einige Vorteile nutzen. Insgesamt eine vorbildliche Anwendung gibt es von meiner Meinung nach viel zu wenigen Entwicklern. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.